Nach keiner COP26 im Zuge der Koalitionsverhandlungen sprechen hierzulande alle über das Klima. Bei aller Dringlichkeit der Bekämpfung des Klimawandels, wie kann sichergestellt werden, dass bisherige wirtschaftliche Entwicklungsprojekte im globalen Süden nicht vernachlässigt werden? Klimaschutz ist nicht der Gegensatz zur wirtschaftlichen Entwicklung, sondern man muss es gemeinsam angehen. Und dafür gibt es ja sehr, sehr gute Ansätze. Gerade jetzt in der Post-Corona-Zeit werden ja sehr, sehr viele wirtschaftliche Konjunkturprogramme aufgelegt, um die Volkswirtschaften wieder auf die Füße zu stellen. Wenn wir jetzt dieses öffentliche Geld so nutzen, dass wir nicht nur versuchen, wieder Beschäftigung zu schaffen, sondern gleichzeitig eben auch klimafreundliche und sozial nachhaltige Projekte schaffen, dann haben wir so eine doppelte Dividende, wie ich das gerne nenne, die sozusagen einzahlt auf den langfristigen Klimaschutz, aber auch tatsächlich danach sozusagen dafür arbeitet, dass wir auch die wirtschaftliche Wiederbelebung hinbekommen. Dass das möglich ist, viele haben ja immer gesagt, ja, geht das wirklich, zeigen Studien, zum Beispiel eine der Universität Oxford, die gezeigt haben, die haben 700 Konjunkturmaßnahmen untersucht, jetzt im Kontext der letzten Finanzkrise und haben gesagt, dass gerade grüne Projekte sehr signifikante Beschäftigungseffekte hatten, hohe wirtschaftliche Erträge erwirtschaftet haben und zusätzlich aber auch für die öffentliche Hand, für die Kommunen auch langfristige Kosteneinsparungen mitbrachten. Und gerade jetzt, wo wir ja sehen, die Energiepreise explodieren, ist ja der Abbau auch von Abhängigkeiten in diesen Bereichen ja durchaus ein cleverer Weg. Und eine Studie, die wesentlich aktueller ist zur Mobilitätswende, die ja auch ein ganz zentrales Thema ist, das derzeit diskutiert wird, auch da hat eine Studie vor kurzem gezeigt, dass wenn die öffentliche Hand in sauberen Transport investiert, also sei es jetzt Elektromobilität verbunden mit eben öffentlichem Nahverkehr, dass ein investierter Dollar 18 bis fast 30 Arbeitsplätze schaffen kann. Wohingegen, wenn Sie in traditionellen Straßenbau investieren, liegt dieser Betrag wesentlich niedriger, nämlich gerade mal für einen US-Dollar könnten 8 Arbeitskräfte geschaffen werden. Das heißt, diese Zahlen sehen die Entwicklungsländer heute auch. Sie wissen, die grüne Wiederbelebung ist eben auch beschäftigungspolitisch sinnvoll. Und nun käme es ja darauf an, dass wir in der Entwicklungspolitik sagen, wollen wir nicht die Länder weiter sozusagen ertüchtigen und auch unterstützen, die sagen, ja, ich begebe mich genau auf diesen Weg. Der sudanesisch-britische Unternehmer Dr. Mo Ibrahim hat in unserem Podcast betont, dass Afrika vor allem Jobs und Investitionen benötige. Ist dann die Zukunft Afrikas eine der grünen Wirtschaft, der grünen Investitionen? Also ich glaube auch, viele afrikanische Entscheidungsträger sehen das längst und gehen auch diesen Weg. Das heißt, sie versuchen, dieses Green Recovery Modell auch umzusetzen, wo sie sagen, was sind die langfristigen Maßnahmen, die ich brauche im Bereich Umweltschutz? Das kann Waldschutz sein, es kann auch Schutz der Biodiversität sein. Und was brauche ich, um die Klimaschutzziele im Bereich Mobilität und Energie eben auch zu erreichen? Und was kann ich aber gleichzeitig machen, damit ich eben auch Jobs schaffe? Denn Afrika ist ein sehr junger Kontinent. Er hat gerade jetzt nochmal während der Corona-Pandemie natürlich sehr gelitten. Es hat massive soziale Folgen gehabt. Und was kann ich also machen, wie ich sagen kann, das zahlt eben auch ein auf die Lebensverhältnisse, vor allem der armen und vulnerablen Menschen. Und solche Modelle gibt es längst. Und was ja dadurch auch für Entscheidungsträger spannend ist, dass wenn es eben gelingt, diese grüne Transformation mit der Fragen der sozialen Gerechtigkeit zu verbinden, also gerade die Menschen, die derzeit noch zurückgelassen werden, mit reinzunehmen, in die Wirtschaft, in die Arbeitsverhältnisse, in das städtische Leben, dass damit natürlich auch die Akzeptanz einer solchen Transformationsprozess dann gestärkt wird. Und das ist ja notwendig und unumgänglich, damit es tatsächlich auch gelingt. Nördlich der Hauptstadt von Benin, 60 Kilometer außerhalb im Norden,
gibt es einen Ausbildungsbauernhof, der vor allem sich an Frauen richtet. Und durch eben den Aufbau von Sonnenkollektoren ist es nicht nur gelungen, eine Wasserpumpe in Betrieb zu nehmen. Das erleichtert ja die Arbeitszeit von Frauen ganz erheblich, sondern es gibt eben durch diese Sonnenkollektoren jetzt am Abend auch Strom und Licht. Und das wird genutzt, damit man eben die Trainingsmaßnahmen von Frauen eben auch verstärken kann. Und letztendlich ist ja dann eine bessere Qualifikation von Kleinbäuerinnen wie auch die nachhaltige Stromversorgung im ländlichen Raum ja ganz zentral eben für das Überleben dieser Haushalte, der Frauen, ihrer Kinder und letztendlich auch für die ländlichen Räume und die Landwirtschaft in Benin. Da sehen Sie, dass es, wenn es mal so ganz praktisch wird und man schaut, was macht denn eine grüne Investition, dass sich daraus ganz, ganz viele positive Spillovers ergeben. Wir haben jetzt viel über Klima geredet. In der Entwicklungszusammenarbeit war ja gute Regierungsführung oder ist es auch ein zentraler Punkt. Kann man sich jetzt vorstellen, dass es heißt Klima first, good governance second? Ist das die Zukunft der EZ? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, Frau Kiefer, weil wenn man es ganz konkret betrachtet, und die Entwicklungsländer, die durchaus sich jetzt auch auf den Weg gemacht haben, anspruchsvollen, ambitionierten Klimaschutz auch umzusetzen. Das erfordert natürlich auch ein gewisses Maß an guter Regierungsführung, an Transparenz. Man muss ja auch offenlegen, wohin gehen die Gelder, wer wird begünstigt von der Bevölkerung. Man kann die anspruchsvollen Transformationsprozesse zumindest sagen, dass viele nicht auf Dauer gegen andere Stakeholder durchsetzen. Also man muss die Privatwirtschaft mit an Bord holen, die dezentralen Regierungen, die Kommunen, die momentan sehr aktiv global im Klimaschutz unterwegs sind und natürlich die Menschen. Bei dem, was wir hier angehen wollen, Frau Kiefer, mittelfristig, da brauchen wir einen langen Atem. Das ist kein Sprint, das wird ein Marathon. Und dafür brauchen wir eine sehr gute und belastbare Zusammenarbeit, Vertrauen zueinander, Partnerschaften, die es auch ermöglichen, voneinander zu lernen. Auch wir können in Deutschland noch lernen von Transformationsprozessen, die einzelne Entwicklungsländer schon durchgeführt haben. Aber das erfordert auf jeden Fall auch Regierungen, die gewillt sind, auch diese Partnerschaft entsprechend zu pflegen und auch weiterzuentwickeln. Dann wünsche ich einen langen Atem in diesem Sinne. Danke ganz herzlich.